Hallo, ich begrüße Sie mal wieder auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie sich auf der Lernplattform Wer weiß was nicht anmelden können. Diese Lernplattform hat die gleiche Software wie die Lernplattform der meisten deutschen Universitäten und Schulen. Es gibt da ein paar Kleinigkeiten, die man kennen sollte, wenn man sich das erste Mal anmeldet. Aber vielleicht kennen Sie die ja schon, weil Sie selbst an so einer Schule oder einer Uni studieren. Wenn Sie zu der Lernplattform des Unternehmens kommen wollen, Blue Pages, dann klicken Sie auf Sharing Experience oder Sie gehen direkt auf die Webseite Konrad Rennert. Die ist nämlich mit dem YouTube-Kanal, den wir eben gesehen haben, verknüpft. Und dort kann man sich informieren. Da kann man auch zu den Videos zurückgehen. Aber hier geht es ja jetzt um die Online-Kurse. Da sehen Sie einen entsprechenden Eintrag. Wenn ich darauf klicke, dann finde ich hier eine Liste mit einer kurzen Beschreibung der Gastanmeldung. Die Gastanmeldung kann man sagen, geht so, dass man einen Kleinbuchstaben nimmt. 26 haben wir in unserem Alphabet. A als Username, A als Kennwort. Aber Sie brauchen hier gar nicht erst draufklicken. Sie können sich gleich einen Kurs aussuchen. Beispielsweise den Kurs, den Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse erbringen können. Spätestens jetzt sehen Sie diesen Dialog, wenn Sie nämlich noch nicht angemeldet sind, um Ihren Benutzernamen einzugeben. Ich nehme hier ein kleines A als Benutzername und den gleichen Buchstaben, also auch ein kleines A als Passwort. Klicke dann hier auf die Schaltfläche und dann bin ich hier im gewählten Kurs, den Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse erbringen können. Kann man sich jetzt informieren, aber ich habe hier bewusst einen einfachen gewählt. Da haben wir hier nur einen Test, einen Sprachtest. Und da klicke ich darauf. Da steht letzte Vorschau fortsetzen. Klicke mal darauf. Da hat aber derjenige, der da angefangen hat, noch nichts eingetragen. Deshalb kann ich hier gleich weitermachen. Es geht hier um Lückentext. Ich fülle hier mal ein paar aus. Die Fachkraft für Lagerlogistik ist, und da kann man mit der Tab-Taste von einem zur nächsten Lücke springen, 1 über 3. Oh, da habe ich ein R zu viel. Ja, das lassen wir mal. Wir müssen noch mal sehen, wie ein Fehler angezeigt wird. Und zu kommissionieren und zu verladen. Zu verstauen, zu transportieren. So, jetzt bin ich, glaube ich, fertig. Und klicke dann auf Prüfen. Und da sehen wir, da fehlt ein bisschen was. Ne? Wie das richtig wäre, steht hier unten im Gelben. So, das ist aber jetzt nicht unsere Aufgabe, hier Lückentest zu machen. Sie sehen nur, wie es funktioniert. Was will ich damit sagen? Wer so einen Test wie diesen hier machen will, der kann das nur auf Lernplattformen machen und da muss man sich zu anmelden. Wenn man jetzt nur etwas lesen will, braucht man natürlich so eine Anmeldung nicht. Aber wenn Sie eben auch eine der 100 Quizze, die es hier gibt, mit vielleicht 5.000 bis 6.000 Fragen machen wollen, dann brauchen Sie diese Anmeldung. Und da ist also anonym oder kein Name. Das sind die, die wir hier haben. Ich klicke jetzt mal wieder auf die Startseite. Da sehen wir es. Ne? Im Augenblick bin ich mit dem kleinen Buchstaben als kein Name angemeldet. Wenn ich einen anderen Buchstaben gewählt hätte, hätte da auch anonym stehen können. Abmelden muss man sich nicht unbedingt. Man könnte es, aber ich kann hier mal auf die Kursauswahl gehen. Und wenn ich jetzt einen anderen Kurs aufrufen will, beispielsweise den beliebten Kurs Datenbanken mit Access gestalten, dann brauche ich hier gar keine Anmeldung mehr. Dann sehe ich hier auch gleich, da gibt es viel mehr Tests und Unterrichtsmaterial und angemeldet bin ich ja immer noch. Also wer einmal angemeldet ist, und schließt nicht den Browser, der bleibt zu lange angemeldet, bis er den Browser schließt oder sich hier mit der Schaltfläche Logout abmeldet. So, den Rest, den können Sie selbst ausprobieren. Merken Sie sich, wenn Sie nicht angemeldet sind und finden den Dialog, nehmen Sie zwei Kleinbuchstaben, also den gleichen Buchstaben fürs Passwort, wie Sie für die Anmeldung verwendet haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.